Wie sagte einmal Daddy D von FM4 in Wien? Video anhalten. Alle Links in der Videobeschreibung. Welcome to the Germans being part of Europe. So, gleich gehe ich in die Mittwochgruppe mit Studierenden von der Fachhochschule St. Gallen. Ich hoffe, das klappt dann mit Microsoft Teams. Gestern viel nostalgische Medienkritik mit Sternenjäger und dann Vorbereitung auf nächsten Dienstag. Oh, das wird lustig. Aber dann kam ein Telefon von Bazon Brock. Ja. An seinem Eintrag bei Wikipedia wird gerade wieder mal herumgebastelt und er hat sich sehr genervt, dass ich ein solches Loblied über Wikipedia in der NZZ gebracht haben soll. Aha. Über das Lachen, über Wikipedia, über Faschismus, über das endlose Fragen, über Framing. Wir werden miteinander reden, ich freue mich drauf. Framing, auch das Thema bei Karl Auer Verlag. Ich bin mich am Vorbereiten für Freitag, auch mit der Studierendengruppe, mit der Freitagsgruppe werde ich dann anfangen am Freitag. Mit Framing ist das neue Propaganda, aber das mache ich morgen noch ein bisschen langsamer. Jetzt nur schnell, Wikimedia Deutschland hat im Moment so drei wichtige Hashtags: Unlock Wikipedia, Wikipedia Challenge und Unboxing Wikipedia. Das beobachte ich etwas intensiver und heute aber ein sehr, sehr schöner Tweet von Wikimedia Deutschland. Auch die Eltern- und Lehrerverbände unterstützen uns bei der Forderung, mit öffentlichem Geld finanzierte Bildungsinhalt dauerhaft, groß geschrieben, dauerhaft online zur Verfügung zu stellen. Dauerhaft ist eben jetzt gerade ein ganz wichtiges Kriterium im Unterschied zwischen open und free. Ja, die Tweets von Wikimedia Deutschland kann ich nicht anzeigen lassen, weil. Tadadadam! Wer hat die schönste Lokalsammlung im ganzen Land? Aber ich sehe natürlich doch alles. Hey, alle Links in der Videobeschreibung. Mein Fazit ist: offen ist das neue sicher, free ist das neue Servicepublik. Offen ist das neue sicher. Schluss jetzt, in 30 Minuten geht es los mit den Studis in St. Gallen. Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung von Organisationen der sozialen Arbeit. Das wird sehr, sehr spannend. Im Namen des Herrn, des Wut und des Heiligen Zorns geht hin in Unruhe.